Braddock nimmt das Angebot an. Kein Waffenstillstand. Ja, der Braddock, der nimmt das Angebot an. Der Braddock. Ja, der Braddock. Wie oft ist man schon gestorben, schon wieder, ey? Schon locker fünfmal oder so hier. Das geht mal gar nicht. Gar nicht, ey, Leute. So ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddocks Blutdurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermute ich? Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald. Oh, alter Flohmann. Sei Junge, die Steuerung ist schon schwierig geworden. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Der klettert manchmal so blöd. Ach scheiße, er kommt ja schon wieder. Na, geh rein, geh rein! Halt an! Oh, leck mich doch an. Jetzt, sobald ich dich gesehen habe. Spring runter. Ja, hätte drin. Na, hätte auch drin bleiben können. Egal. Jetzt mache ich mich erstmal hier ein bisschen aus dem Stump. Was, ey? Was kann ich dafür, wenn du mich oh, so Mann, langweilst? Oh Mann, dahinter steht gleich direkt einer. Ach stimmt, wir müssen die nochmal sabotieren. Schraub, schraub, schraub. Jetzt noch eine Kanone. Ach du heilige Scheiße, toll. Warte mal. Nein. Oder vielleicht doch. Gucken wir uns hier oben mal um. Was gibt's denn hier so Tolles? Da oben muss ja die Kanone yo, sein. Yo, genau. Ich weiß it. So. Sei vorsichtig. Da ist ein. Super. Schnell sabotieren. Ach komm, leck mir die Eier. Ich nehm's. So. Schnell sabotieren. Ja, interagieren, Mann. So. Kanonen sabotiert. 2 von 2. Okay, jetzt sind wir weiter. Oh, scheiße, da kommt schon wieder einer. Lauf hoch. Sobald sie dich gesehen haben, kannst du dich irgendwie nicht mehr im Gebüsch verstecken. Das ist ja, pissig. Hier. Die Karte. Karte. Stehlen. Stehlen! So. Die Zone. Der Zone. Was? Der Zone entkommen und anonym. Ja, wir müssen jetzt hier raus. Aber da. Okay, so kann man es auch machen. Der Zone entkommen. Jetzt müssen wir aber arschweit wieder schwimmen. Ich will zu dem Schiff. Hey Flora, reite mal gescheit. Reite mal gescheit. Oh, schwimmen. Nee, ich tauche jetzt ein. Das geht nicht. Echt? Cool. Man kann auch tauchen. Eine Erfrischung. So, so haben wir es gern. Essen wir jetzt eigentlich schon? Schon aus dem Grenzgebiet raus. Ja klar, sind wir draußen. Jetzt müssen wir wieder an Land schwimmen. Ach so. Ans Ländchen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ich will so an Land, Alter. Es geht viel schneller. Ja, kalt. Oh, ich friere schon. Schön hier dunkel und alles. Und das Schiff sieht immer mehr aus wie so ein Geisterschiff. Man sieht es nicht mehr ganz. Auf einmal drehst du dich um und steht direkt hinter dir. Ja, genau. Hallo? Hä? UTF? Diese rote Zone. Ja, schwimm einfach so und dann halt über die Brücke da. Jetzt werde ich mal aus diesem kalten Wasser rauskommen. Jetzt lauf, Connor, lauf. Ich krieg dich, Kaninchen. Nein, viel zu schnell. Ich friere gleich. Das ist echt viel zu lahm dafür, ey. Ja, im Schnee ist das so lahmsam. Jetzt müssen wir wieder zu unserer schönen Freundin. Mhm. Zur Zio. Und da sind Wachen, oder? Ja. Ja, kommt eine ganze. Eine ganze Horde. Ja. Aber die sehen uns nicht, aber der Schneesturm hat aufgehört. Scheiße. Also,
sehen sie uns jetzt eher. Oh. Oh, komm schon. Oh, ja. Auf geht's. Wir schaffen das. Wir schaffen das, ja. Hopp, hopp, hopp. Ja. Das sieht fail aus. Bleiben wir noch im Schnee hängen. Ja, genau. So hoch ist der hier schon. Aber geil, wir hinterlassen hier voll die Spuren. Ja, schön im Kreis drehen. Klar. Wo ist er denn jetzt? Wird gar nicht mal angezeigt. Da drüben sitzt er doch immer noch im Schnee. Darf ich mich zu dir hocken? Bisschen Körperwärme. Wie sieht's aus? Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Aber es dauert, bis sie bereit sind. Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Jo! So, scheiße. Und wie weit ist es jetzt bis zu dem nächsten Ding hier? Ganz schön weit, denke ich. Ja. Puh. Oh, bitte. Oh, kann man nicht irgendwie... Ach, Mann. Ja, komm, 500. Wir müssen uns irgendwo ein Pferd besorgen. Kann ich nicht irgendwie pfeifen? Doch, mit dem Pfeil, oder? Mit dem Pfeil? Nee. Nee. Nein. Irgendwie konnte ich schon pfeifen, oder mit X. Nope, es musste angezeigt werden. I don't know. Ah, guck mal, ist er weiter. Ist er nicht jetzt? Weiter. Das sind sie, die Homies. Aber jetzt kommen wir doch, glaube ich, in die Stadt. Und das sind bestimmt Pferde. Jo, sieht so aus. So kleine Ponys. Ja, little Ponys. Ah, dann machen wir uns gleich wieder nass. Ja. Auf geht's, schneller, sonst erfrierst du. So. Na also. Hey Leute. Habt ihr ein Pferdchen für mich? Ja, guck mal Leute. Mal oben, ob da irgendwo ein Pferd ist, ey. Weil brauchen ein Pferd, weil das dauert uns zu lange. Das geht gar nicht. Leute, Alter. Alter, das gibt's doch nicht. Ihr müsst doch bestimmt doch irgendwo ein Pferd haben. Das könnt ihr uns doch nicht antun. Sieht nicht so aus. Nein. Wir müssen leider so weitermachen. Scheiße. Verdammt. Aber so weit ist jetzt auch nicht mehr eigentlich. Nö. Eigentlich. Ja, eigentlich. Na, lauf doch einfach gerade aus übers Wasser wieder. Durchs Wasser, ja. Scheiße. Aber da ist doch eine Stallung. Geronimo! Ja, schön Köpfe eintauchen. So, wie man's will. Man kann ja keine Leute mehr töten. Ah, zwei Hunde, wo wir spielen. Nein, du wirst nicht gestreichelt. Heute nicht. Ach, die machen uns nichts. Wir sind ja nicht im Sperrgebiet. Wer weiß. Macht ihr uns was? Da war auf jeden Fall eine Kutsche. Mhm. Aber das brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr, weil... Aber ist mir eh gleich da. Genau. Also von daher... Hier schon eine kleine Abkürzung nehmen. Alter. Wie langsam, ey. Ja, einmal schön durch. Hallo. Ich wollte nur mal ihren Heuhaufen ausprobieren. Ob der wirklich so gut ist, wie alle sagen. Mhm. Da ist eine Katze. Chillt sie, jetzt hat sie sich erschreckt. Und ist weggerannt. Echt? Ja, es hat auf jeden Fall gerade gekreischt. Oh, Pferde, aber wir sind jetzt schon da. Auf in die Taverne. Und ein bisschen aufwärmen. Genau. Ah, so hübsche Musik. Ein Bierchen trinken. Ne. Das geht leider nicht. Ubisoft, das hättet ihr noch einbringen können. Genau. Dann wäre das Spiel noch geiler. Ohne Scheiß, Mann. Ach, jetzt sind mal kurz 5 Monate vergangen. Unser Totengesang. Hört, hört.
Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lachen. Triff mich dort. Ach, schön. Hört mir ja eigentlich, mach ich Scheiße hier raus. No. Lass uns gehen. Ich muss doch schnell meine Nase mal frei machen. Hm. Passt. Oh. Dann auf geht's in den Kampf. In den Kampf? Das Lager ist nur irgendwie nördlich umgezogen von der. Da müssen wir jetzt gucken oder so. Nee, wir müssen halt hier so einen Typen auflauern. Alles klar. Okay. Jetzt war es zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Na gut, ich muss ja gar nichts steuern. Und schwül dazu, der reinste Sumpf. Ah ja, stimmt. 5 Monate später. Jetzt haben wir Sommer. 40 Grad draußen. Gut so. Wetter und Ungeziefer sind bald schon. Aber ich schwitze schon, Alter. Ach. Na, brutal. Jetzt war schon arschkalt und jetzt auf einmal viel zu heiß. Bulldog. War doch gerade noch am Saufen, der Typ. Okay, was haben die sich hier aufgebaut? Hier zum Jagen, hier. Zu Aussichtspunkt. Na? Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Aber wir haben wird ihm kaum erzählen, sei Geld. Und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten. Ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Vielleicht. So, da wartet sie doch. Auch einen ja, doch, ist es doch. Und wo sind ihre Leute? Kommen bestimmt auf einmal aus den Gebüschen raus. Ja, ohne Scheiß. Hallo. Hallöchen. Wenn dem so ist, wird Charles es bemerken und pflegen. Läuft die doch eiskalt weg. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Und was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Ja, in sein Kämmerchen, genau. Alles klar. Ah, ja. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seinen und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Was muss ich machen? Gar nichts. Zuweisen. Was soll ich denn zuweisen? Ja. Das oder was? Keine Ahnung. Egal. Das Lager der Kundschafter säubern. Auf geht's. Wir warten auf das Signal. Alles klar. Abenaki. Ja, direkt vor uns. Ganz ruhig, ganz leise. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Kähne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Wir brauchen das Überraschungsmoment. Wir sind fast 2000 Mann.
2000 Mann, oh mein Gott. Schnelligkeit ist besser für uns. Verdammt, wie wollen wir denn? Okay, jetzt guck ich mal hier. Wen ich davon am besten eliminieren kann. Scheint schwer zu sein. Jo. Da sind ganz viele. Ja, schieß doch einfach hin. Ich muss aber dem seine Kleidung stehlen. So. Ja, hammer geil. Warte. Komm, hoffentlich reicht es. Komm. Scheiße! Ja. Egal, komm, machen wir sie alle kaputt. Aber ich kann nicht mal kämpfen, Alter. Och, Alter. Ja, warte. Ja, jetzt habe ich doch einen eliminiert, aber. Ja, man muss ihn töten. Das war nichts richtig. Töte ihn! Er muss sterben, nicht die anderen. Wer denn? Ja, der mit dem Punkt! Achso, der mit dem Punkt. So, jetzt. Achso. Okay. War jetzt ein bisschen Tumult, aber. Ja, du musst nur ihn töten. War ja nur so ein kleines Lager, also von daher. So, jetzt mal einer von ihnen. Sudele! Ach man, Milizen ohne offene Konflikte auszulösen. Ach scheiße. Ja, egal. Was? Ist halt immer Fail. Oh, Alter, ach, überall stimmt, ja. Sind sie hier. Boah, da sind sie alle. 2000 Männer. Aber was machen die hier? Warum kriechen die das? Gibt es oben im Norden genug Platz für uns? Keine Ahnung. Alter, was machen die hier? Ist ja echt krass. Aber wir wagen uns an diesen ganzen Truppen vorbei. Steig ab und töte ihn. Boah. Okay. Jetzt kommt der Angriff. Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Sir. Wo seid ihr hin, Edward? Man hat das gerafft. Ja, klar, dass er jetzt abhaut. Auf hinterher schnell! Und hier feuern sie schon wie verrückt hier. Was? Pistole? Störbar, bla bla bla. Keine Ahnung. Du musst ihn mit der Pistole erschießen. Echt? Wie geht das? Dreieck. Oh, da lass mal. Warte, warte. Vielleicht geht's das. Hä? Nein, ich komme. Oh, ich muss den wahrscheinlich erstmal verfolgen, Mann. Nee, ich muss den abknallen. Weiß nicht, keine Ahnung. Jetzt komm mal. Machen wir hier ein bisschen schneller. Hallo, warum ist das so lahm jetzt? Jetzt Leute, Alter. Ah. Und jetzt knall ihn ab. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Nee, dein Ende. Nicht. Jetzt haut er wieder ab. Schnell, bevor er davonkommt! Ich sag dir los! Das verdiene ich nicht! Das verdiene ich nicht! Nein! Ich will einfach abknallen. Ihr seid ein Heuchler, Hatem! Verzeiht, Edward! Dann einfach ab! Aber ihr habt es erzwungen! Hä? Muss ich da. Schuss! Ganz einfach! Brauchst du nämlich ewig hinterherlaufen! Im Sumpf erschossen. Warum, Hatem?
Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen, ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Lebt wohl, Edward. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte. Ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. So. Die Braddock. Jetzt haben sie sich verliebt. Genau. Und jetzt wird ein Baby gezeugt. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich weiß, war so eine rundes Einspannending, die Vertiefung. Was? Da kommt wahrscheinlich der Ebenapfel rein. Genau. Der muss da reinstecken. Ja, wir müssen aber das erstmal halt finden. Noch nicht. Ein paar Tage später. Gut, Leute. Trommelwirbel. Das war's auch schon wieder mit Let's Play Together. Assassin's Creed 3. Mit den zwei Schwaben, Spacken, dem Florian und dem Martin. Jo. Yeah. Immer wieder nice. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen beim Zuschauen. Und man sieht sich dann wieder bei einer neuen Aufnahme von Assassin's Creed 3 oder einem anderen Projekt. Egal. Scheiß drauf. Genau. Haut rein, Leute. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald. Euer Martin. Und Florian von Ultimate Game LP 2. Boah.